Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Anno 1404. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Wir sollten irgendwelche Schlüssel und Gedöns zu irgendjemandem bringen und es geht ja schon los. Hier haben wir den Schlüssel. Haben wir hier irgendwas drin? Nein. Haben wir hier irgendwas drin? Nein, auch nicht. Da auch nicht. Ich glaube, es war hier unten. Habe ich das nicht eigentlich schon? Habe ich das nicht schon aufgesammelt? Hier irgendwo sind hier, glaube ich, meine Schiffe noch unterwegs. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos gerade. Hier sind meine ganzen Routen. Schiffe? Wo sind meine Schiffe? Wo sind meine Schiffe? Sind weg. Oder sind die hier? Die Leute suchen meinen Schutz. Nein. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Gut, tun wir das mal hier rein. Und das da rein. Und dann bringen wir das zu Al-Zahir. Warum die letzten zwei Tage keine Folge gekommen ist, kann ich euch gerne sagen. Ich habe einfach keine Zeit. Ich bin gerade sehr im Schulstress. Es ist nämlich ziemlich schwierig, alles auf die Reihe zu kriegen. Und ja. Deswegen habe ich eigentlich nicht so ganz viel Zeit. Immer. Schade eigentlich. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen aufzunehmen, aber leider habe ich das nicht. Gut, die sind alle so halb zufrieden. Die auch. Anderswo ist das Leben noch schlechter als hier. Siehst du? Deswegen bist du auch in meiner Stadt. Und das... wie sind die Leute hier wohl drauf? Genau. Kann ich auch noch nicht runter. Genau. Kriege ich noch ein bisschen mehr Steuern rein. So, da ist mein Seid Schiff. Ihr wohlbehalten? Ja. Und habt ihr die Schatulle und den Schlüssel? Haben wir auch. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Bitte, bitte, bitte. Ich kann dieses Beweisstück nicht selbst zu Madame d'Artois bringen. Werdet ihr es der Heerführerin aushändigen? Mache ich. Nicht so! Nicht so hastig! Oder wollt ihr Marie direkt vors blanke Schwert laufen? Ihr werdet sofort hierher kommen und erst diese weiße Flagge hissen, bevor ihr in die Höhle des Löwen geht. Okay. Mein Volk vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Ich glaube, das Schiff zerstört. Der Betrieb stellt keine Waren mehr her. Dann haben wir hier meine ganzen Schiffe. Die ganzen schönen Kriegsschiffe. Die bewachen hier alles. Gut, sehr gut. Hier habe ich noch Popasche. Natürlich kann ich es nicht einlagern. Was für ein Wunder. Was ist denn das hier? Achso, da muss das gleich hingebracht werden. Komm, zerstör's doch eigentlich. Endlich! Die Zeit meiner Vergeltung ist gekommen. Okay. Den mag ich überhaupt nicht. Wie lange dauert er denn noch? 110? 80. Also immer 30. Das heißt, ich muss noch einmal... Noch einmal und noch einmal. Ja. 20? Nein. Ich Friesel! So. Du hast mich zuerst angegriffen. Also, da kann ich ja nichts für. Böse ist das. So, Schiffe habe ich schon zu viele. Holen wir schnell die weiße Flagge. Ja, kommt sofort. Bin ja auf dem Weg. Schiff muss nur ankommen. Das haben wir gerade schon repariert. Geht, ja, langsam voran, aber es geht. Okay, der kriegt gleich schön Begleitschutz von diesen vier Schiffen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier Gifor Kass sich einmischen wird und mein Schiff abfangen wird. Wow. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Also, da brauche ich eine weiße Flagge, ja. Ganz sicher brauche ich da eine weiße Flagge. Komm. Und Gifor Kass, ja. Blut unterschrieben. Natürlich mit Blut unterschrieben ist da noch so.
In die weiße Flagge eben abholen? Seid ihr also zur Vernunft gesetzt? Setzt euch! Ihr müsst völlig erschöpft sein. Nein, bin ich jetzt so nicht. Ist's recht. Bin total und vergesst nicht, die Flagge auch zu hissen, bevor ihr in Maries Hafen einlauft. Dauer 10 Minuten. Schiffsgeschwindigkeit ist gut. Bevor ich in... ich lasse es doch lieber. Weil die ja keine weiße Flagge haben. Ach, fuck. Abbruch, da halt so. Jetzt muss ich nur, ohne angegriffen zu werden, hier hinkommen. Ich beobachte das Schiff. Ich hiss die weiße Flagge so schnell wie es geht. Also wenn hier ein Schiff auftaucht, hiss ich die weiße Flagge. Dann kann nämlich echt nicht mehr angegriffen werden und dann ist das nämlich ziemlich gut. So. Da ich jetzt gleich... Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Dieses hier? Nein, gut. Wo? Da? Aua. Ja, schnell weiße Flagge hissen. Muss ich hier reinsetzen, oder? Ja. Einsetzen. Gut. Ich habe die weiße Flagge draußen. Und dann gehen wir mal zu ihr. Eine weiße Flagge. Ich brauche Einlass, ich brauche Einlass, ich brauche eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Komm, das wird wohl schnell platt gemacht. Das ist Sünde. Nur weil ihr die weiße Flagge schwenkt, empfange ich euch. Ja, gut. Also sprecht. Was in Gottes Namen bringt ihr mir da? Ein Vertrag? Der Großvisier hat die Wahrheit gesagt. Ja? Dieser Kreuzzug ist mit dem Leid von Kindern erkauft. Mein Gott, wie konnte ich mich so versündigen? Mich so blenden lassen? Ich kann diesen Kreuzzug nicht anführen. Gut, dass du es auch endlich einsiehst. Endlich sehe ich wieder klar. Vor Kass ist die Schlange, die das Paradies in Verderbnis zu stürzen droht. Helft mir, mein Unrecht wieder gut zu machen! Gerne. Ihr stellt euch gegen das Wirt. Ihr wünscht, das Kreuzfahrerheer, das ihr anführen solltet, wird nun euer Untergang sein. Ja, laber. Ich halte vor Kass auf. Aber ihr müsst die Schiffe versammeln und geschlossen in den Kampf führen. Welche Schiffe? Das ist unsere einzige Chance zu siegen. Die? Gott, steh uns bei! Die? Man weiß es nicht. Vernichten die? Ich bin getroffen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ihr müsst es vollenden. Ihr so meine müsst Schiffe. Meine Flotte sei euer. Oh, ich muss es tun. Okay, so, dann greifen wir an. Gleich. Wir gehen hier hin. Dann werden alle schon... Ihr habt mir geholfen. Daher will ich euch nun helfen. Gut. Ich werde euch weitere Kriegsschiffe des Orients bereitstellen. Liefert mir nur die für den Bau benötigten Kriegsmaschinen. Du kriegst sofort Kriegsmaschinen. Ich bin schon auf dem Weg, so schnell wie es geht. Da... Ich darf die Vorkasse auf die Fresse schlagen. Ich darf die Vorkasse auf die Fresse schlagen. Juhu, juhu, juhu. So. 5 kleine Kriegsschiffe. Okay, die sind alle repariert. Ich hatte auch hier noch ein so ein Ding, genau. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Ein Schiff ihrer Flotte wurde von Feinden vernichtet. Vorkass muss für seine Schandtat büßen. Das wird auch uns von unseren Sünden reinwaschen. Ich brauche das große Kriegsschiff sofort. Großes Kriegsschiff. Ja. Komm. Angriff! Zerstört sie! Tötet sie! Mach sie fertig! So. Dein. Wird dir eines Tages. Ach, halt Maul!
Hilfe! Rückzug! Rückzug! Oh nein! Versammelt die Truppen! Schnell! Halt sie! Tötet sie! Macht irgendwas! Aber tötet sie! Verteidigung! Verteidigung! Ich brauch Verteidigungstürme! Türme! 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 Da! Nein! Nein! Ah, fuck! Türme! Türme! Da! Ihr Schiff wird Ziel gegnerischer. Kann ich nicht bauen! Hab kein Geld! Ah! Nein, 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 nein! Ihre Schiffe wurde zerstört. Tötet sie! Sofort! Alle! Das! Klatsch! Vorsicht! Ihr spielt mit dem Feuer! Klatsch! Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Klatsch! Ah, fuck! Klatsch! Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Rechnet nicht damit, dass dies Klatsch, ohne Folgen da bleibt. Sofort. Da hab ich. Nee, scheiße. Ich hab sie gerettet, okay. Klatsch das! Mach sie fertig! Eines ihrer Schiffe wurde. Welche Schmach! So. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Sind noch irgendwo Feinde? Sind alles hier Feinde. Oh nein! Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Meine Fresse, ey. Vorkas muss für seine Schandtat büßen. Vorsicht, ihr Schnauze. 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 So. Eines ihrer Schiffe wurde zerstört. Ah, oh, scheiße, ich bin wieder ein. Gut. Oh nein! Gut, gut, gut. Puh! Reparieren, alle reparieren. Ihr sammelt das hier mal auf kurz. Du und. Du da? Nee. Du da? Quarz, was wollen wir? Quarz. Holz, brauche ich nicht. Was soll ich damit? Irgendwas Hilfreiches gleich für den Kampf? Bücher. Oh nein. So. Oh, oh, ich weiß, eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich weiß, wo das herkommt. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen ja dieses Unrecht stoppen. Ja, ja, ich stoppe es ja schon. Ich mach den gleich so fertig. Der wird so zerstört werden von mir. So, Kriegsschiff auch reparieren. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Bauen. So, holen wir uns Unterstützung. Wo soll ich das denn hinbringen? Hä? Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir weitere Kriegsmaschinen? Ja. Vorkas muss für seine Schandtat büßen. Das wird auch uns von unseren Sünden reinwaschen. Okay. Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr noch mehr Kriegsschiffe benötigt. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Gut. Dann holen wir noch ein paar Kriegsschiffe. Wo ist mein Hauptschiff da? Kann ich das rausnehmen? Nein. Beschleunigung. Brauche ich jetzt mal kurz. Dann laden wir hier noch mal ein bisschen Kriegsgedöns drauf. So. Und holen wir uns ein paar Schiffchen. So. Ein paar Schiffe. Wirst du platt gemacht wie vor Kass. Platt. So. Erstmal die großen. Erstmal hier ein bisschen die Sachen einlagern noch. Holz habe ich hier genug. Gut. Bücher. Auch ein bisschen. Vor Kass muss für seine Schande. Ja. Ich mache irre viel Minus, scheißegal. Leute müssen damit leben. Die Kleinen kommen hier mal hin. Greifen wir später an. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir die Werftarbeiter sind bereit. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Die Werftarbeiter. So, das muss jetzt, das da mal drauf. Euer machen. Schiff liegt tief im Wasser. Die Werft arbeitet. Route. Jetzt eine Route ist nämlich, glaube ich, zerstört worden, die nicht.
Und damit ist diese Folge auch vorbei. Spielgesicht. Wie ich die Vorkass auf die Fresse schlage. Seht ihr? Gleich. Ihre Wasservorräte werden knapp. Also, euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt die Werftarbeiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bye, bye. Adios. Ciao.